In diesem Video seht ihr die 10 blödsten Fehler, die euch in F1 Games passieren können. Oder euch hoffentlich niemals passieren werden. Nummer 1. Okay, focus. We need to stay on form. So, jetzt muss ich die Runde echt noch richtig pushen, dann schaffe ich vielleicht noch den Undercut gegen Sebastian. Beim Stop muss jetzt alles richtig gut laufen, vielleicht schaffe ich ja noch den Sprung unter die Top 3 und dann... Das Auto in der Boxeneinfahrt zerlegen. Nummer 2. Na Leute, bereit fürs Rennen? Klar Patrick, also ich habe schon ordentlich trainiert für die volle Renndistanz, gar kein Problem. Also ich kann euch so viel sagen, ich habe die letzten 5 Tage ein richtig fettes Setup zusammengestellt. Es funktioniert einfach so gut auf der Strecke. Ich werde euch alle rasieren, ich werde so an euch vorbeiziehen, ihr werdet sehen. Leute, können wir nochmal neu starten? Patrick, das ist jetzt gerade nicht dein Ernst. Ich habe vergessen, mein Setup zu laden. Vergessen, das Setup zu laden. Nummer 3. Oh Mann, jetzt regnet es echt schon sehr, sehr doll. Jetzt sollte ich, denke ich, unbedingt mal an die Box gehen. Jetzt ist wirklich allerhöchste Zeit für Inters. Oh, warte mal. Habe ich die richtigen Reifen ausgewählt? Oh, nein. Schnell. Komm. Oh, nein. Nee. Null. Aus Versehen die komplett falschen Reifen fürs falsche Wetter draufschnallen. What are you doing? Nummer 4. Hey Patrick, hast du ein gutes Setup fürs Rennen in Belgien? Ja, habe ich. Ein richtig gutes sogar. Kann ich dir gleich durchgeben. Moment, ich bin gerade in der Box. Also, bist du ready? Ja. Also, ich fange mal von hinten an. Ballast auf 11. Wie? Ballast auf 11? Kommst du damit auch durch die Eau Rouge? Na klar, das gibt richtig geilen Straightline-Speed. Den Klugscheißer beim Setup rauslassen. Nummer 5. Oh Mist, Flügelschaden. Jetzt aber schnell in die Boxen einen neuen Frontflügel holen. So, jetzt liebe Boxencrew, macht schnell, dass ich wieder pushen kann. Oh Moment, habe ich den Flügelschaden reparieren auf Ja gestellt? Oh, nein. Go now. Flügelschäden reparieren, nicht auf Ja stellen. Nummer 6. Hey Patrick, warum fährst du denn Quali mit Ultrasoft-Reifen? Ja, ganz einfach. Ich vermeide mir ja dadurch einen zusätzlichen Stop. Das heißt, ich starte auf Ultrasoft ein bisschen weiter hinten dann halt. Also es macht ja nichts. Aber ich habe dadurch nur eben einen 2-Stop und kann dann quasi an euch allen vorbeischießen. Und ihr werdet euch noch wundern, wie die Hypersoft dann am Anfang eingehen werden. Patrick? Du weißt schon, dass es ein Regenrennen wird und wir komplett mit Regenreifen fahren werden, oder? Hast du mal aufs Wetter fürs Rennen geschaut? Nicht den Strategieexperten raushängen lassen. Nummer 7. So, jetzt Boxenstopp, es ist mal wieder soweit. Bisher lief es ja ganz gut, immer noch keine Zeitstrafe bisher. Jetzt nur nicht zu schnell in die Box fahren. So, ja, genau, perfekt. Och, nee, dein Ernst! Trotz Vorsicht zu schnell in die Box rasen. Nummer 8. So, jetzt aber. Die Boxenausfahrt in Abu Dhabi ist echt tricky. Da wäre es jetzt richtig, richtig dämlich, das Auto zu zerlegen. Ich muss da jetzt echt vorsichtig fahren und trotzdem flott durch. Das Auto in der Boxenausfahrt zerlegen. Nummer 9. Okay, just want to remind you to keep an eye on your tire usage. We have to give 2 sets back at the end of this session, so they'll be unavailable for the rest of the weekend. We'll hand over the 2 most worn sets, so don't ruin tires you might want to use later. Hey Leute, der Chef, der redet mir glaube ich echt zu viel. Ich schalte ihn jetzt fürs Rennen, glaube ich, mal ganz aus, dann kann ich mich mal gescheit konzentrieren hier. Ja, okay, mach das. Sebastian, wann gehst du an die Box? Ich finde, die Strecke sieht eigentlich schon relativ trocken aus. Ich bin schon vor 2 Runden an die Box. Hat das Jeff nicht dir auch gesagt? The track is looking pretty dry now. You should pit in and fit the dry compound. Aus Dummheit Renningenieur Jeff ausschalten. Und Nummer 10. Oh Mann, krass, das wird vielleicht mein erster Sieg auf Schwierigkeit Legende 110. Boah, krass, endlich, so lange habe ich dafür geübt. Jetzt bin ich in der letzten Runde und habe noch 2 Kurven, die mich vor meinem Riesenerfolg trennen. Ja Mann, ich glaube, ich jubel schon mal. Nee.
kein Benzin mehr. Niedriger Treibstoffmodus. Auf. Vielleicht habt ihr euch ja in diesem Video in dem ein oder anderen Szenario wiedergefunden. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen oder ein Abo da für weitere F1 Videos und Tutorials und Let's Plays oder schreibt in die Kommentare, was euch bisher Kurioses im Spiel passiert ist. Schaut auch bei meinem Kollegen, dem Sebastian, auf seinem F1-Kanal vorbei, den ich in der Beschreibung noch verlinkt habe. Bis dahin, ciao!